Dieser kleine Wirbelwind, der wird uns noch in dieser Folge weiterhin begleiten. Auch herzlich willkommen von uns beiden. Wir haben am letzten Wochenende die Halbfinal-Playoffs erreicht und alles, was am letzten Wochenende passiert ist, seht ihr jetzt in den Spielberichten. Vergangenen Freitag ging es dann zum dritten Mal ran gegen Lauterbach. Das Heimspiel von uns, es hätte besser besucht sein können, 260 Zuschauer ungefähr. Dafür aber ein zweistelliger Sieg. Und wie das genau vonstatten ging, wird uns jetzt der Björn erklären. Ja, die Rockets, sehr, sehr stark gespielt, 10 zu 3 gewonnen. Dreifache Torschütze Matt Fischer doppelt getroffen haben am Freitag. Bruch, Ansink und Philipp Meier. Joey Davis hat sich auch einmal sich in die Torschützenliste eingetragen. Es war wirklich ein Spiel, was am Anfang vielleicht doch ein bisschen enger war, als es nachher das Ergebnis jetzt aussagt. Aber unsere Jungs haben konzentriert gespielt, haben wirklich auch den Torerfolg auch gesucht. Und die 10 Tore, die sind nicht aus der Luft gegriffen oder ungefähr gefallen, sondern das war wirklich ein hartes Stück Arbeit von unseren Jungs. Genauso war es mit den drei Gegentoren. Die Lauterbacher haben auch immerhin dreimal getroffen, so viel wie in den zwei vorherigen Spielen zusammen. Auch die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern sind erarbeitet Die worden. Jungs haben sich halt auch wirklich gewehrt, die Lauterbacher, das muss man sagen. Haben im zweiten Abschnitt wirklich auch harte Checks gefahren. Natürlich ungünstig, dass natürlich eine Matchstrafe daraus resultiert. Aber wenn ein Check gegen das Gesicht oder gegen den Kopf geht, dann hat der Schiedsrichter auch nicht viel Wahl. Man hat gesehen, dass die Mannschaft sich dagegen aufbäumt, aber spieltechnisch war einfach und spielerisch generell einfach die Rockets viel stärker. Und man hat einfach doch schon gesehen, dass zwischen der Spitzenmannschaft und dem Team aus dem unteren Drittel doch ein Leistungsunterschied doch besteht. Es wäre halt auch schade, wenn wir ihn nicht gesehen hätten. Genau. Und jetzt geht's weiter mit den News. Was gibt's Neues bei den Rockets? Das können wir relativ schnell abhandeln. Florian Böhm, konnte man lesen, hat seinen Vertrag verlängert. Absolut top. Genauso wie Pierre Wex letzte Woche schon. Und wie man hören konnte, laufen da noch mehr Vertragsverhandlungen. Wir hoffen natürlich, dass wir das Team so weitestgehend zusammenhalten können. Schauen wir mal, wie realistisch das beim Eishockey ist. Und weiter geht's mit den News aus der Liga. Was gibt's Neues aus der Liga? Den Playoff-Baum. Vielen Dank nochmal an Soest, dass wir ihn noch weiterhin benutzen dürfen. Es hat sich ein bisschen was getan, natürlich am letzten Wochenende. Es sind alle vier Halbfinalisten jetzt bekannt. Der letzte Halbfinalist zwar erst am Dienstag bekannt, durch den Sieg von Ratingen, wissen wir jetzt auch, wer unser Halbfinalgegner ist. Bei den anderen Spielen hat sich ergeben, dass Herford durch ist mit einem glatten 3 zu 0. Novit hat sich ein bisschen schwerer getan, hat es aber am Sonntag dann doch eingetütet. Die zwei bestreiten das zweite Halbfinale. Ausgang meiner Meinung nach relativ offen. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Herford. Wir sind als Erster ins Rennen gegangen. Wir haben gegen Lauterbach in drei Spielen 27 Tore geschossen. Also, bitte, Finale. Ja, nur darum geht's. Nee, ich bin ganz sicher, die Jungs werden kämpfen. Und auch Herford und Norwid werden sicherlich ihren Spaß haben. Weiter geht's mit dem Ausblick auf die nächste Woche. He's coming home. He's coming home. Scotty's coming home. Okay, Spaß beiseite, wir können mega, mega, mega schlecht singen. Oh, du, aber ich nicht. Nun gut, ja, Scott Addison. Ja, ich war ein kleiner Pimpf, der Mann hat mir Englisch beigebracht. Mit dem hatte ich Spaß. Auf dem Eis, neben der Eisfläche, absolut mega Typ. Und ich freue mich riesig, den bald wiederzusehen. Und genauso wie Helmut Keller, der wird auch am Freitag in die Eishalle kommen. Und ja, wie man schon lesen konnte, wird an dem Tag werden die Trikots unter das Hallendach gezogen. Und gibt es sonst noch irgendwas zu Ja, eine sagen? super Sache. Also ich finde es einfach toll, dass der Verein sich da was überlegt hat, dass der Verein beide eingeladen hat. Daran sieht man auch, dass sich auch fernab vom Eis einiges bewegt bei uns. Einfach eine super Sache. Wir hoffen, dass das den einen oder anderen auch von früher in die Halle zieht. Jungs und Mädels, jetzt vielleicht Herren und Damen mittlerweile, die damals auch die beiden aktiv noch gesehen haben. Es wäre eine super Sache, wenn die beiden eine tolle Kulisse am Freitag vorfinden würden. Genau, denn am Freitag, wie ihr alle wisst, 20:30 Uhr am Heckenweg. This is Heckenweg. Geht's los. Erstes Halbfinalspiel gegen Ratingen. Wer nicht kommt, hat diesen Sport niemals geliebt. Und weiter geht's mit unserer Auflösung
zum Quiz aus der letzten Folge. Wir haben einen Gewinner. Das hier, das ist die Emilia. Die Emilia ist heute unsere Glücksfee. Die Emilia wird das Entscheidende losziehen, denn wir hatten bei unserem letzten Quiz mehrere richtige Antworten. Die richtige Antwort im Übrigen war 1996. Dort, an diesem Tag, wurde die LEG Zweitligameister gegen Ingolstadt. Saison 95-96 haben wir auch noch durchgehen lassen. Hängt ja zusammen. Ja, ganze 6 Leute haben dann die richtige Antwort. Und der Björn hat dann schon mal was vorbereitet. Wir haben etwas zweckentfremdet. Wie man sehen kann, das Ganze ist leer. Da haben wir zum einen die Nadine Ohl. Die kommt da rein. Dann den Manuel Enderich. Dann die Jenna Meinker. Den Sascha Ohl-Habisch. Habisch Ohl. Den Michael Stehler. Und zu guter Letzt den Dominik Lang. So, Emilia, der Björn wird jetzt ganz kräftig den Postkasten schütteln und du wirst einen Zettel rausziehen und gibst den dann dem Björn, okay? Ohne reinzugucken? Prima. Mach das auf. Und der Björn wird jetzt vorlesen, wer gewonnen hat. Gewonnen hat der Michael Stehler. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden uns dann per E-Mail absprechen, wie wir die Karte übergeben. Gut, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 6. Tschüss. Tschüss.